Gerade die Augenringenregion oder die Tränenfurchenregion kann große Ansprüche mit sich bringen, vor allem wenn die Laxizität der Haut an dieser Stelle etwas zugenommen hat, pardon, abgenommen hat und dann zugleich auch noch die Tränenfurche eine ziemliche Vertiefung mit sich bringt. Zugleich kommt noch dazu, dass der Tränensack relativ reagiert, aber wenn man diese Behandlung durch erfahrene Hände behandeln lassen kann, dann kann es wirklich faszinierende Ergebnisse mit sich bringen.